Mir persönlich ist ein ganz wichtiges Anliegen, dass, wenn ihr wechseln wollt, dass die Gründe einfach auch für euch die richtigen sind. Weil in vielen Gesprächen habe ich jetzt eigentlich zwei große Probleme festgestellt. Entweder diejenigen warten zu lange mit dem Wechsel, sprich sie arbeiten sich eigentlich kaputt und wechseln dann viel zu spät und sind am Ende, kommen im Prinzip schon am Ende ihrer Kräfte. Oder dass jemand wechselt aus falschen Gründen und stellt dann fest, ja, beim neuen Arbeitgeber ist es auch nicht anders. Ja, also zum Beispiel, wenn man halt nicht sich weiterbilden will, was in der IT-Branche halt sehr schwierig ist, dann wird man da wahrscheinlich auch beim nächsten Arbeitgeber Probleme haben. Und deshalb haben wir einfach mal so eine Linksammlung zusammengestellt, von denen wir sagen, die können wir euch ans Herz legen, lest die mal durch, bevor ihr wechselt, und ich hoffe, die helfen euch dann auch.